das Zeichen. Ihr seid verflucht. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Ihr seid verflucht. Eure Hände müssen sofort den Like-Button drücken. Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde, zur allerersten Runde Call of Duty Black Ops 3, diesmal im Zombie-Modus. Das, was ihr jetzt im Hintergrund seht, ist leider kein Live-Commentary. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jedes Mal, wenn ich live aufnehmen will, klappt es einfach irgendwie nicht so. Und die Runde ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, am Ende verkacke ich es wieder. Ich glaube, in der 5. oder 6. Runde läuft nicht so toll. Da, keine Ahnung, bin ich in eine Sackgasse gelaufen, dann war es voll für den Arsch eigentlich. Aber so wie ich das jetzt grob angehe, könnt ihr das natürlich dementsprechend auch machen. Es ist halt wichtig, in der ersten Runde, gleich in der ersten Runde, so ein Ritual abzuschließen. Was ihr da dafür machen müsst, habt ihr gerade gesehen. Also sprich, einmal in das Monster hier wechseln und dann dementsprechend ein paar Türen und Schalter betätigen. Könnt ihr euch gerne mal, das muss man hier auch nehmen fürs Ritual, das ist wichtig. Also einmal den Schlüssel und einmal den Gegenstand hier gerade eben. Und jedes Mal, wenn man so einen Gegenstand, so einen Ritualgegenstand nimmt, kommen zwei so Geister. Da muss man dementsprechend aufpassen und ein bisschen, ja, handeln, sage ich mal. Gut, in der ersten Runde ist kein Problem, da kann man die ganzen Idioten messern. Das ist hier ein Juggernaut. Ne, das ist kein Juggernaut, das ist quasi so Wiederbelebungsgedöns. Also sprich, wenn man einmal niedergeschlagen wird, kann man dementsprechend noch einmal aufstehen. Und das ist hier jetzt der Ritualraum. In der ersten Runde, ganz wichtig, würde ich empfehlen, umso weiter es natürlich fortgeschrittener ist, also sprich Runde 2, 3, 4, 5, wie auch immer, wird es natürlich immer schwerer. Deswegen zu empfehlen in der ersten Runde. Da hat mir jetzt der zweite Schlüssel noch gefehlt. Den habe ich vergessen aufzunehmen. Ist jetzt nicht ganz so praktisch für die Aufnahme, aber ist eigentlich scheißegal. So, das war der zweite Gegenstand. Das ist der Schlüssel für die Rituale quasi. Und dann bräuchte man halt nur die gewisse Gegenstände dazu. Also relativ geil. Ich glaube, in dem Video habe ich drei Rituale, glaube ich, abgeschlossen. Da bin ich verreckt. Durch einen Leichtsinnsfehler. Ich bin quasi dummer halber, ja, blödig, ja, wie auch immer, kann man ausdrücken, wie man will. Auf jeden Fall in einen Hinterhalt gelaufen oder in eine Sackgasse, sagen wir jetzt mal so. Und das war natürlich nicht so toll. Klar, man kann vieles anders machen, man kann andere Wege laufen. Man kann auch das Ritual zum Schluss nehmen. Das ist einem selbst überlassen. Und die dackelige Zombies, da muss man natürlich aufpassen. Man sollte immer, also wenn möglich, sollte man ein Zombie leben lassen. Dass man sich schön ein bisschen umschauen kann, ein paar Sachen mitnehmen, vielleicht irgendwelche Waffen verbessern, wie auch immer. Das könnt ihr euch, ja, könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Und wenn ihr dementsprechend natürlich ordentlich Kohle habt, dann ist es auch relativ gut machbar, sage ich mal. Der letzte habe ich auch eine Runde gespielt, da bin ich in Runde 2, habe ich schon zwei so Rituale abgeschlossen. War relativ geil. Dann wollte ich, habe ich das dritte abgeschlossen, dann bin ich auch auch wieder in so einen Hinterhalt geraten, quasi. Und ja, ich habe ein paar Nugget Dutch bekommen, also sprich ein paar Schläge auf den Hinterkopf, dann war ich tot. Das Schild wäre natürlich geil gewesen, ganz klar, wenn man das Schild vorher baut, also sprich das Zombie-Schild. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, was man dafür machen muss. Da muss man drei Gegenstände einsammeln, dann kann man das Zombie-Schild bauen. Und ja, hätte ich machen können, ganz klar, bin ich aber in dem Moment einfach nicht drauf gekommen. Das sind alles so Leichtsinnsfehler, wo man dementsprechend besser machen kann, ganz klar. So, liebe YouTube-Freunde, wie gesagt, das ist hier kein Live-Commentary. Ich werde jetzt hier mal mein Gelaber beenden gleich. Hier hole ich jetzt gleich eine Waffe raus. Und ich glaube, zum Schluss habe ich auch nur Snipers bekommen. Also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich nur Sniper bekommen. Mit dem Sniper kann ich hier nicht umgehen. Bin ich ganz ehrlich, da hätte ich lieber eine Schrottflinte oder MG oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, im zweiten oder dritten Mal öffnen, richtig, ja, ziemlich zum Schluss, sind nur Sniper rausgekommen. Das war natürlich richtig scheiße. Also sprich, Geld zum Fenster rausgeschmissen, was ich sonst irgendwo anders verwenden hätte könne. Naja, wie gesagt,
Es ist alles, ja, die Vorgehensweise sind sehr verschieden. Aber im Groben und Ganzen eigentlich relativ einfach. So, liebe YouTube-Freunde, ich beende mal jetzt mein Gelaber. Ihr könnt das Video noch gerne verfolgen. Das geht so grob eine halbe Stunde, 35 Minuten oder so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne bis zum Schluss anschauen. Ich werde jetzt noch ein paar Runden solo machen. Sofort ist eigentlich fast unmöglich. Ich habe mal versucht, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber mein Gott, ist egal. Ich habe schon öfters mal versucht, beizutreten in einer Gruppe, aber ohne Absprache ist das einfach nicht möglich. Bin ich ganz ehrlich, das kann ich vergessen. Da will ich ein Ritual beginnen. Und die anderen killen natürlich die ganze Zeit die Zombies. Noch bis ruckzuck in Welle 5, 6 im Ritual 1 verreckt man natürlich sehr, sehr schnell. Also voll für den Arsch, muss ich sagen. Wenn man gute Kollegen dabei hat, geht es natürlich. Mit Absprache, alles gut, alles fein. Ich habe aber so gut wie keine Kollegen, wo jetzt irgendwie Black Ops 3 spielen. Geschweige denn den Zombie-Modus, deswegen gehe ich die Sache zu, ja, 95% Solo an und klappt auch relativ gut, sage ich mal. Die Vorgehensweise ist mir mehr oder weniger bekannt. Klar, Leichtsinnsfehler sind immer dazwischen, aber na, mein Gott, es wird besser mit der Zeit, sage ich mal. Also gut, liebe YouTube-Freunde, jetzt zum dritten und vierten und fünften Mal sage ich mal Tschüss. Wie gesagt, ihr könnt das Video verfolgen. Habt viel Spaß dabei. Ich werde jetzt noch ein paar hoffentlich bessere Runden für euch machen. Dementsprechend auch mal mit Live-Commentary dabei. Schauen wir mal, wie es läuft. Also gut, liebe YouTube-Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich, besser gesagt, man hört sich im nächsten Video. Euer KingLion83. Bis dann. Ciao. Es war unglaublich! Die Wichser konnten mir nichts anhaben! Vielleicht geht's ja mit angemessener Gewalt. Das Ruby Rapid. Ihr alle kennt diesen Ort. Was bedeutet er euch? Hey, ich bin glücklich verheiratet. Du kannst nichts beweisen. Wo
ist mein Partner? Ist ihm was passiert? Ärger? Ich glaube schon. Mach keinen Scheiß mit mir! Dann mache ich heute eben ein paar Überstunden. Was? Ist das ein Traum? Jackie, ich sehe dich! Was zur Hölle ist hier los? Hilf mir! Bitte, Jack! Du bist mein Partner! Ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden. Ein kleiner Kratzer macht mir keine Angst. Einen Informanten abzuservieren war eins. Er war Abschaum und so. Was? Dieser Freak, der Abschaum von XXL? Du wirst dich wohl kaum einfach ergeben, oder? Vorlesen. Ich überspring mal die rechte Verlesung und leg euch alle gleich um. In dem Zustand sah alles anders aus. Wie nach ein paar Bier.
Was zur Hölle ist das? Nachgedacht, aber ist der Scheiß giftig? Jetzt polizeilich abgeriegelt. Was ist passiert? Hat mir jemand was in den Drink getan? Mal sehen, was sich darunter befindet. Maximale Munition! Na Gott sei Dank, es wurde auch schon knapp.
werden. Eure Sünden haben anderen den Zutritt zu eurer Welt erlaubt. Wie bringen wir alles wieder in den alten Zustand? Nur ein weiteres Opfer wird ihren Hunger stillen. Eine Rückvergütung, klar? Das werte ich als kleineren Sieg. Das hat dir die Sprache verschlagen, was? Der Einzige, der sich hier noch benommen fühlt? Ich glaube, ich muss kotzen. Warum hast du getötet? Ich habe viele getötet. Bösewichte. Geht das nicht vielleicht ein bisschen genauer? Wird die Knarre nicht nützlicher sein als ein Zauberstab.
Ich weiß nicht, wie der Scheiß funktioniert, aber ich gebe mein Bestes. Muss schleunigst Munition finden! Mach keinen Scheiß mit mir! Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Du hast echt Nervenmonster. Freak! In dem Zustand sah alles anders aus. Wie nach ein paar Bier. Das Wort Nein kann ich nicht leiden.
Das wirst du bereuen. Und zwar bald. Was für ein kranker Scheiß. Kein Wunder, dass ich davon hämmernde Kopfschmerzen bekomme. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich kann dir nur helfen, wenn du gestehst. Nur durch Akzeptanz kann man das Zeichen entfernen. Schade, dass der Pfandleiher zugemacht hat. Der hätte gutes Geld gebracht. Diese Sperren zögern sogar meine Frau. Sie hat nur zwei Gesichter. Lass mich von keinem deiner Köpfe anknabbern. Ich glaub's nicht, dass die sich so rangeschlichen haben. Ich gebe nicht auf. Niemals! Das ist deine letzte Chance, dich still zu ergeben! Du versuchst, mich mit dir runterzuziehen? Gibst dich nicht kampflos geschlagen, was? Du kriegst die Todesstrafe, Freundchen. Du bist ein echt sturer Hurensohn, das muss ich dir lassen. Das nimmt dir den Wind aus den Segeln. Ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden. Ein kleiner Kratzer macht mir keine Angst.
Ich dachte, ich hätte noch mehr Kugeln. Die Boxhalle. Kommt euch der Ort bekannt vor? Hey, gehört das hier zufällig einer Aufreiz? Euer Opfer wurde gedeckt. Mehr habt ihr nicht drauf? Kommt schon! Heilige Scheiße! Was zum Teufel ist hier los? Wo bin ich? Geschlossen. Ich dachte, ich hätte höflich gebeten. Du bist fertig, Kumpel. Fertig! Du musst gestehen. Das war genau die richtige Menge Gewalt. So machen wir das in meinem Revier.